Gut, der erste Teil heute ist nicht ein Kraftteil, aber ein Rumpfteil. Also bevor wir dann zum High-Rocks-Workout kommen, tun wir zuerst noch euren Rumpf ein bisschen schaffen, vor allem obliques, also seitliche Bauchmuskulatur, auch mit Schultern und ja, Schulterbereich einwärmen. Jetzt, das Ganze sieht nicht so spektakulär aus, aber ich kann euch versprechen, werdet es wahrscheinlich einen Tag später spüren, vor allem eben auch auf der Seite. Ich zeige euch dann gerade wieso. Jetzt ist es so, ihr steht wirklich breit für einen guten Stand und ihr macht Sidebends. Und zwar könnt ihr wirklich, bevor ihr in die Seite geht mit dem Arm, ihr zuerst die Hüfte gegenschieben. Also ich gehe hier mit der Hüfte über und der Arm geht so weit über, wie es geht. Die Hüfte auf die andere Seite, Arm geht so weit über, wie es geht. Und da könnt ihr relativ zügig arbeiten, dann einfach immer zuerst die Hüfte überschieben und der Arm folgt so weit wie es geht auf die andere Seite. Hier macht ihr 20 Wiederholungen die erste Runde. 20 also insgesamt, das ist Röpzelt. Das ist 1, 2, 3 und so weiter. Dann gehen wir ab in eure Quadrat Position, also das ist eigentlich so. Gehen wir ab und jetzt sind wir abwechselnd so Bein ablegen, die Hüfte ablegen. Dann wieder zurück, über, zurück, über. Auch hier macht ihr 20 Wiederholungen. Jede Seite zählt. Jetzt geht ihr hier, das ist eine Pyramide, aber umgekehrt, also geht ihr ab. Das heisst, ihr geht von 20 nach auf 18, 16, 14. Immer zwei Schritte runter, bis ihr auf 2 runtergekommen sind. Und dann geht es wieder rauf, bis wieder auf 20. Okay? Viel Spass und dann geht es wieder mit dem Teil B.